Hier lang. Ganz sachte. Was zur Hölle ist das? Sie sind wach! Oh Scheiße! Die sind über uns! JD, da kommt noch mehr von links! Komm jetzt von der anderen Seite! Und noch ein! Das ist der Letzte. Das macht einen nur stärker, oder? Los, hier lang. Mist, Mist, Mist! Er ist so schnell! Was zum Henker ist das? Wen juckt das? Knall sie ab! Das sind Egel, Mann! Sie ist wieder da! Knallen wir sie ab! James! James, hörst du mich? Verstanden, Dad. Laut und deutlich. Aufgepasst! Die Schar besteht aus Egeln. Ja, wissen wir. Sie stören irgendwie unseren Funk. Aber Bert lässt einen Trupp die Funktürme säubern. Wir sind am Theater. Seid ihr in der Nähe? Die Straße runter. Wir sind unterwegs. Dell, es geht los. Jetzt, Zentrale, hört sie an! Wir wissen wohl noch nichts über die Schar. Danke, Zentrale. Scheiße, helfen wir, ihnen die Straße zu säubern. So.
Sergeant, wir werden sie zusammenmachen. Vielen Dank, Sir. Davies, los, säubert die Straße. Bestätigt, Lieutenant. Vernichtet. Ziel erfasst. Vernichtet. Los, Leute, weiter. Joe, Sergeant gefallen. Zeit, dass ihr kommt. Gut, ihr seid sicher. Baird, wir haben sie. Wo sollen wir hin? Falls ihr im Theater seid, da war eine Gruppe Evakuierter. Ich habe vor einer Stunde den Kontakt verloren. Okay, wir sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit. Und Baird, falls jemand nach Verstärkung ruft, geh nicht drauf ein. Verstanden. Aber da draußen sind bereits eine Menge. Verstanden, Zentrale. Wir halten die Augen offen. Hier hinten ist keiner. Los, auf die Bühne. Hey, alles okay? Ja, keine Sorge. Nur Kopfweh. Okay, los geht's. Verdammt.
Verdammt, nichts. Wenn hier Leute waren, wo sind sie alle hin? Vielleicht sind sie entkommen. Öffnen wir diesen Vorhang. Okay, probieren wir mal hin. Leute, wir haben ein Problem. Ein umgedrehter DR1. Das ist gut. Guck dahinter. Die Evakuierten. Sie sind alle tot. Wir sollten wohl leise bleiben und hier verschwinden. Gott verdammt! Tötet das Ding! Ausgeschaltet. Erledigt. Lasst uns einfach von hier verschwinden. Die anderen suchen. Hey, ich glaube, wir können rechts raus. Bert, die Evakuierten im Theater haben es nicht geschafft. Was ist mit Cole, Fast und den Carmines? Lizzie hat es zu ihrem Konvoi geschafft, wird aber immer wieder umgeleitet. Clay hat einen Raven gefunden. Aber ich erreiche weder Cole noch Fast. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, noch nicht. Aber wir suchen weiter.
Heilige Scheiße. Data, seid ihr? Befehl der Zentrale. Evakuierung beendet. Zentrale, hier Delta. Verbindung bricht ab. Wir sind beim Theater. Wiederholen. Ihr müsst da raus, Kleiner. Wir werden die Siedlung aufgeben. Können wir nicht den Hammer der Morgenröte benutzen? Nicht, wenn ich damit nicht zielen kann. Zieht uns zum Haupttor zurück. Berg, wir stecken auf der anderen Seite der Stadt fest. Felix, hier Lizzie. Seid ihr beim Theater? Lizzie, Gott sei Dank. Bestätige. Ich wurde ungefähr 6-mal aufgehalten. Ich komme euch holen. Bin auf dem Weg. Wir warten hier. Delta Ende. Hier rein. Na los. Wow, wow, wow! Wir sind's! Wir haben wen mitgebracht. Hey, Dell, erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Du verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Verdammt, lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow, ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Ja, ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tutu, die Kavallerie ist da! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Im Laufschritt! Ich muss diese Leute hier raufschaffen! Oh, shit! Der Weg ist blockiert! Zieht das Feuer auf euch! Alle Trucks! Zurück! Zurück! Bert! Wir verlieren den Konvoi! Wir brauchen den Hammer! Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Koordinaten. Dann, nimm mich! Bist du irre? Kann sein! Peil meine Rüstung an und gib Stoff!
Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber, wir haben keine Wahl. James, Deckungsfeuer! Doug! Ich bin fast da. Bereit machen. Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Doug, jetzt! Siehst du, ich wusste, dass es klappt. Scheiße. Bert! Was ist los? Ich habe keine Kontrolle. Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Jack. Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbett? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an mir. Oh ja, das ist hübsch. Deine Kopfschmerzen wieder zurück? Dell, mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt er von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch!
Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, geht mir ganz genauso. Frischer Fisch, ja. Und ich bin echt froh, hier zu sein. Hey, wow, die Chor. Willkommen. Und jetzt verschwindet. Na los, Boyd. Ich ertrag Ihren Anblick nicht. Hey, Chor. Willst du mal riechen? Stinkt fast so schlimm wie du. Sehr witzig. Das Problem ist, dass es da draußen nichts mehr gibt. Alles in einem Umkreis von 20 Meilen ist weg. Es gibt noch genug. Geh weiter, Arschloch. Wie die alte Mine oben in den Bergen. Ich sagte innerhalb von 20 Meilen. Die Mine ist viel weiter weg. Schneemilben haben sich glatt durch die Stützbalken gefressen. Das Loch ist dicht, aber sagen wir einfach, dass ich heute Nacht nicht ruhig schlafe. Hier damit deine Hand versaut. Wenn nicht mehr Stim übrig ist als das, steht's um diesen Ort schlechter, als ich dachte. Aber Alkohol drüber gegossen hat wohl nichts gebracht. Hat bestimmt wehgetan. Ich weiß, dass beim letzten Angriff einige gefallen sind. Ein paar. Tja. Was ist mit deiner Hand? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Marcus, Baird und Cole den Riftwurm getötet haben. Von innen. Mit Kettensägen. Okay, ich kann es doch glauben. Tanz nicht nach seiner Pfeife. Was meinst du, warum Norsko und Lina nach Norden gingen? Weil sie Feiglinge sind. Okay, das war's. Ich bin fertig. Wenn du den oder die Richtige noch nicht gefunden hast. Davon weiß ich doch nichts. Nächste Woche kommt vielleicht Nachschub.
machen kannst. Cor, der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Okay, ihr könnt rein.